Als fast 200 Jahre altes familiengeführtes Unternehmen ist unsere DNA schon an sich nachhaltig. Und auch in einer Welt, die sich jetzt so extrem ändert, ist Nachhaltigkeit natürlich wichtig, wobei Nachhaltigkeit sparsamer Umgang mit Ressourcen bedeutet, Zufriedenheit in der Gesellschaft mit dem Unternehmen, was es tut und auch in der Auswahl der Produkte und unserer Kunden nachhaltige Produkte zu entwickeln. Nachhaltigkeit ist in erster Linie Fortschritt und nicht Rückschritt. Das bedeutet, wir sehen unsere Nachhaltigkeit durch Innovation vorangetrieben. Wir entwickeln neue Öfen, wir beschäftigen uns mit der Kreislaufwirtschaft, wir haben natürlich auch eigene Solaranlagen, wir haben innovative Lösungen zum Energiesparen, aber auch bei der Mitarbeiterschulung, bei der Motivation, überall dort versuchen wir ganz modern zu handeln. Die Nachhaltigkeit ist immer schon ein Thema in der Firma gewesen. Mit der Nachhaltigkeit, wie sie heute allgemein verstanden wird, beschäftigen wir uns seit einigen Jahren und seit 3 Jahren insbesondere mit dem deutschen Nachhaltigkeitskodex. Ein Kodex, der auch von der Bundesregierung unterstützt wird und der kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Ja, wir haben tatsächlich schon frühzeitig bewusst mit dem Nachhaltigkeitsbericht angefangen, um einfach genug Zeit zu haben, den Prozess aufzubauen und in Ruhe alles vorzubereiten, die Wesentlichkeitsanalyse in Ruhe abzuschließen und ohne Zeitdruck und einfach die Prozesse nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Ja, die Umsetzung des Nachhaltigkeitsberichtes lief bei uns so, dass wir über die Wirtschaftsvereinigung Metalle eine externe Beratung hinzugezogen haben, die uns da ganz doll unterstützt hat, indem sie die Dokumentation übernommen hat, uns mit vorbereiteten Tabellen ausgestattet hat. Und intern haben wir die Kapazitäten dahingehend geschaffen, dass ich als Nachhaltigkeitsmanagerin zusammen mit der Geschäftsleitung viel daran gearbeitet habe und die jeweiligen Kollegen aus den Fachbereichen dazugezogen habe, damit die einen entsprechenden Input zu den einzelnen Fragen aus der Wesentlichkeitsanalyse geben können. Ja, uns hat bei der Umsetzung vor allem geholfen, dass wir zum einen die externe Beratung hatten, die uns da sehr unterstützt hat, aber auch, dass wir schon mehrere Managementsysteme bei uns etabliert haben, wodurch viele Kennziffern schon vorhanden waren, viele Prozesse schon vorhanden waren, die Kolleginnen und Kollegen schon so ein bisschen in dieser Denkweise drin sind. Und ich glaube, was einfach ein ganz wichtiges Thema ist, sich gar nicht so sehr von dieser Bürokratie abschrecken zu lassen, sondern wirklich Schritt für Schritt vorzugehen und in einzelnen Etappen zu gucken, was man wie aufbauen möchte. Der Nachhaltigkeitsbericht ist zunächst ein bürokratisches Monster. Ihn zu erstellen ist schwierig und aufwendig, aber am Ende haben wir doch bei uns in der Firma das Gefühl, dass es sich gelohnt hat. Es bringt etwas in der Stellung zu den Mitarbeitern, zu der Gesellschaft, aber auch die eigenen Prozesse haben wir nochmal überdacht und ich glaube, sie sind besser geworden.